Ein neuer Stadtführer? Nur für Frauen? Autorin Mercedes Lauenstein hat die Geschichten und Geheimtipps echter Münchnerinnen zusammengetragen. Entstanden ist ein Buch in Handtaschengröße. Man könnte auch sagen, eine Liebeserklärung an München. Die erste große Liebe der Autorin. Ich glaube, dass es die Lebensqualität der Leser, also auch der, die in der Stadt leben, sehr verbessert. Weil mir selber das so geht, dass ich irgendwann, man hat dann irgendwann so einen Punkt, da lebt man so in seinem Viertel und geht immer in die gleichen Läden. Und hört so ein bisschen auf eigentlich zu erforschen, was gibt es noch für Viertel, was gibt es für Leute hier, was macht auf, was macht zu. Und das ist irgendwie toll, wenn man so ein Werk hat, auf das man zurückgreifen kann, sagen kann, hey stimmt, das nächste Mal gehe ich da Mittagessen, das nächste Mal gehe ich mal ans andere Ende der Stadt, in diese Bar. Und das ist halt toll, weil man irgendwie so Urlaub in der eigenen Stadt machen kann. Das finde ich wirklich immer wieder erstaunlich und schön, dass man so, man denkt immer, ich kenne das hier alles langweilig, aber das stimmt überhaupt nicht. Naja, das Besondere ist ganz eindeutig, das ist von Frauen für Frauen ist und ja, dass es auch eine interdisziplinäre Schiene gibt und Frauen in jedem Alter aus vielen unterschiedlichen Kreativbranchen Tipps geben, Interviews geben. Dass man mal ein bisschen sozusagen hinter die Kulissen schaut oder versucht, Orte zu finden, die nicht in jedem Städteguide drin sind, dass man schaut, hey, was ist eigentlich, wo gehen vielleicht auch die echten Münchner hin oder was gibt es irgendwie für besondere kreative Orte, besondere Restaurants? München for Women Only. Aber ist das Buch jetzt wirklich nur für Frauen? Nein, also ich glaube, es ist ein ganz tolles Geschenk. Es ist einfach lustig, wenn man es dabei hat auf so einem Städtetrip mit seinen Freundinnen. Aber da kann jeder, wer keine Berührungsängste hat, es gibt keinen Tipp in diesem Guide, der geschlechterspezifisch nur für Frauen da wäre. Also selbst die Beauty-Geschichten, die da drin empfohlen sind, da können auch Männer hingehen. Ich habe mir wirklich auch jedes einzelne Interview von den anderen Mädels angeschaut und durchgelesen und habe da immer wieder noch Sachen gesehen, die ich noch gar nicht kannte. Also ich habe lange darüber nachgedacht, inwiefern dieses Women Only ein bisschen einschränkend wirkt. Aber ich finde es eigentlich eine ganz tolle Sache, dass es sozusagen auch was gibt, wo sich Frauen drauf konzentrieren können, auch wenn die Tipps, die wir geben, für alle Geschlechter sozusagen sind. Aber da so viele tolle Frauen da mitmachen, fühle ich mich natürlich geehrt, dabei zu sein. Mein persönlicher Lieblingsort, den habe ich auch als Tipp im Buch gegeben, ist tatsächlich das Autokino in Aschheim. Ein ganz, ganz altes Kino, was es schon seit 30 Jahren gibt oder ich glaube sogar noch länger. Und so ein bisschen Vergessenheit gerät, aber da Sommernächte zu verbringen, ist einfach das Beste. Ich glaube, die Isar bedeutet mir sehr viel. Ich will radeln jeden Tag an der Isar entlang. Also ich persönlich liebe gerade sehr das Viertel, wo ich wohne, Haidhausen, weil es so ein wunderbarer Mix aus fast schon Dörflichkeit ist, aber gleichzeitig extrem in der Nähe der Innenstadt. Und also ich liebe es, aus der Tür zu gehen, in kleine Cafés gehen zu können, alle verschiedenen Restaurants und gleichzeitig ist man in 5 Sekunden an der Isar. Einer meiner Lieblingsorte in München ist der Hofgarten. Also der liegt so eigentlich total zentral in München und der ist einfach so schön, weil es ist wahnsinnig schön angelegt und in der Mitte ist so ein, ja wie kann man das sagen, so ein bisschen wie so ein kleines Häuschen, ist aber total offen und gerade besonders schön im Sommer ist es, weil da ganz oft Leute stehen und ihre Klaviere mitbringen und da wirklich den ganzen Tag klassische Musik ist und Konzerte und man kann da einfach vorbeigehen und sich die Musik anschauen oder beziehungsweise anhören und es ist wahnsinnig schön. Wenn München ein Accessoire wäre, welches wäre es dann? Jetzt kann man die Klischee-Antwort wählen, gell? Und sagen, so ein Trachten irgendwas. Aber das ist natürlich Quatsch. Also jetzt ist mir spontan irgendwie so ein Seppelhut eingefallen. Das ist aber natürlich ein bisschen gemein. Es wäre, glaube ich, eher so eine klassische Handtasche, die man so sein Leben lang besitzt und liebt und vielleicht irgendwie an seine Kinder vererbt oder sowas. Sowas. Vielleicht wäre es diese schon bestehende Handykette, wo man sein Handy reinstecken kann, die ich jetzt sehr oft überall sehe. Ein bisschen posch und gleichzeitig irgendwie praktisch. Keine Ahnung. Oh, ein sehr wertvoller Kompass vielleicht? Oh, das ist mal eine Frage.
Es gibt keine Brezentasche, sonst würde ich sagen, es gibt, München wäre eine Brezentasche, ein Accessoire. Na, es ist auf jeden Fall etwas, das man sehr, sehr lieb hat und immer mit, überall mit sich hinnimmt.